bei der Andres Bosser. Und seit 1974 bin ich daran, den Ton, die Tonwelten zu entdecken. Und ich bin eigentlich von den Konzerten Schritt für Schritt immer mehr in die Stadt raus, in die Landschaft. Ich habe den Ton nachgelassen, wie sie immer mehr verschwinden. Und das ist meine Leidenschaft geworden. Töne, wie sie auftauchen und eben vor allem, wie sie verschwinden. Und darum habe ich so verschiedene Instrumente entwickelt, die im Raum und mit dem Raum spielen können. Und ich habe dann so angefangen, die Distanzen auszuloten mit improvisierenden Musikern zusammen. Wir haben eine Gruppe Nachtluft gehabt und ich habe mit denen haben wir uns beigebracht, wie wir in verschiedenen Räumen, in verschiedenen Arten arbeiten, mit verschiedenen Gästen. Und es ist eigentlich immer lebendiger geworden. Und die Stadt ist mir immer mehr vertraut worden als ein Raum, in dem ich spiele. Und darum habe ich mich dann eigentlich angefangen, für die Stadt zu interessieren. Ja, also ich bin da innen natürlich schon sehr glücklich, weil es ist so, es ist eine wirkliche Entdeckung gewesen, die beiden grossen Räume, die da innen sind, mit dem unglaublich tollen Boden. Weil der Boden ist akustisch gesehen für mich Voraussetzung für die Klänge, die ich mache. Er schluckt den Ton, gerade so, er reflektiert ihn aber auch. So wie man ihn beim Sehen schildert, er hat auch eine Geschichte. Also hat der Raum permanente Geschichte, es ist eine alte Fabrik. Textilfabrik, wo eigentlich die ganze Zeit mit mir redet. Und wenn ich da rein bin, dann ist das eigentlich ein wichtiger Teil, weil ich immer mit Räumen zusammen bin, aber ich bin auch sehr gerne draußen. Und der Raum, den kann man eigentlich die Fenster aufmachen und zumachen und immer wieder so ein bisschen einen Bezug nehmen zu außen.